Hier ist nichts drin. Da drüben stellt er das andere Zeug hin. Ich brauche mein LCD. 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 So, Produktion. So, Hintergrund machen wir mal wieder hier. Den hier, Schriftfarbe mal lila. Ist das zu groß schon? Okay. Ein nach unten. Munitionsproduktion. Munitionsproduktion. So, was brauchen wir? Minigun, kleines Raumschiff. Plasma, kleines Raumschiff. Puls. Kleines Raumschiff. Raketen, kleines Raumschiff. Rack LFM, kleines Raumschiff. Railgun, kleines Raumschiff. Mini Plasma Puls, Raketen, Railgun. 5 Stück. Ich überprüfe nochmal. Wenn ich es natürlich woanders hinstelle, kann ich es draußen nicht mehr finden. Ich dachte jetzt, was ist die spawned? Jungs, wo sind eure Waffen hier? So, P. Schubdüsen können erstmal aus. Mini, Plasma, Puls, Rail, Raketenwerfer. Alles klar. Treibstoffantrieb, mobiler Konstruktor ist ungruppiert. Anzugstation, Kühlschrank, Kühlschrank. Frachtboxen, nämlich 5 Frachtboxen drauf. Licht, okay. So, wir werden den erstmal hier abstellen. So, und dann werden wir gleich noch lackieren, dass jeder weiß in dieser Basis, dass das Ding Ollis Platz ist. So. Das können wir hier eigentlich weiterführen. Reicht das schon? Nein, ab hier. Ah, kommt das mit dem hier rüber?
Das sah kaputt aus. Okay. Können wir den hier auch mal weiterführen bis hier vorne rein. Okay. Und dann würde es ja noch geil aussehen, wenn wir... Ich stelle gerade fest, dass dieses Lager eigentlich auf Höhe des Hangars besser wäre. Hungrig. Hungrig. Das mit dem Hunger ist ja echt nervig. So, Absperrung. Absperrung, als du mal weg hier. Absperrung und genau, das können wir offen lassen, wie hier drüben. Okay. Dann kann man zur Not ja die kleinen Schiffe hier, mit denen man hier hoch und runter fährt. Ja, die kann man dann hier parken und würde zur Not auch rauskommen. Aber das kann man gleich nochmal lackieren hier. Das wäre doch auch ganz witzig. Ist ein bisschen, naja, ist egal. Na, hier müsste der Dreier hin, ne? Hast du noch einer hin? So, für die Bodengleiter das gleiche hier nochmal. Da kommt die Mitte, dann der und dann hier hin. Ja. Ja. Genau, hier können die Bodenleiter stehen. Und hier auch. Und man müsste theoretisch, ja, man kommt hier auch noch lang. Vielleicht jetzt nicht so viel Platz. Vielleicht stellen wir die Dinger auch nochmal um und integrieren die hier vielleicht in die Wand hier oder so. Mal gucken. Aber zur Not kann man hier sich mal heilen, anziehen, reparieren, nochmal Sauerstoff brutzeln. Ja. Das sah hier auch noch kaputt aus. Ich glaube, ich bräuchte auch so einen Basis-Reparaturblock, also der quasi in der Basis Fehler erkennt oder Damage erkennt, Schaden erkennt und dann repariert. Ich merke gerade, das hier ist sehr gefährlich. Das geht nicht, Kollege. Na, hier hat eh keiner was zu suchen. So.
Oder? Nö, genau. So, sehr gut. So, da unten kommt man ins Verlies und hier kann man raus. Ja, die Basis wächst und gedeiht. So muss das sein. Wir müssen den Fußboden hier auch noch machen. Ja, wir können ja mal, hier nochmal zu diesem, zu dem Verteidigungsturm hingucken. Das sind natürlich auch zwei Kollegen. Das gibt's doch nicht. Haben die auch ihre Waffe vergessen? Was seid ihr denn für Leutchen? Der ist ja ein Kopf größer als ich. Ja, alles gut. So, lackiert. Man kann hier rumgehen. Ich finde das mit diesen neuen Scheiben super gut. Also alle, seit Tag der waffenfreien Wachen. So, hier unten. Kommt man in die Basis oder von der Basis, also quasi hier draußen als Patrouille, beziehungsweise man kann auch selber dann mitschießen, ja, um beides als Regenschutz und natürlich Feuerschutz, ja, man kommt aber nicht hier rein. So, und diesen Weg kennt ihr, ne? Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass hier bei denen jetzt beide Seiten dann hell sind. Also man sieht auch von außen jetzt rein. Das ist so ein bisschen doof bei dem Glas noch. So. Nur vorsichtig gucken. Okay, das passt alles. Ja, und dann soll auch noch der Weg rüber gehen. Und in die Richtung. Und ja. Gut, wenn wir mal dabei sind, können wir gleich mal gucken. So, 169. Wir haben Mehl. Wir können jetzt Brot herstellen. Gereinigtes Wasser. Wasser haben wir hier noch drin. Alles klar. Wir stellen mal 40 Brot her. Ist das Gewürz? Ja, Gewürz ist auch schon wieder fertig. Optimal. Gewürz ist fertig. Hier unsere schöne Küchenproduktion. Und hier drüben sollte ja das Chemielabor werden, ne? Da habe ich ja hier die Pillen und so weiter alles drin. Das muss ich auch nochmal anders machen. Die haben ja kein Verfallsdatum. Das heißt, ich brauche eigentlich... Ah ne, das ist ja eine Box. Die Box sieht cool aus, aber kein Platz. Ja, muss ich wahrscheinlich dann so einen Teil nehmen. Wahrscheinlich eins hier irgendwie schräg machen und dann kann ich da die Produktion vorbauen. Ja, und ich hatte hier noch einen Durchgang quasi gebaut. Stimmt. Ah, stimmt, 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 stimmt. Aber wir müssen die Küche anders organisieren. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Wir werden jetzt die nochmal abbauen hier. Demontieren. Zack, zack. So. Wir brauchen hier eigentlich nur eine Kiste. Mir drei Etagen. Okay. Die kommt nach oben. So, sieht besser aus. Genau, jetzt holen wir uns die Kühlschränke.
Oh, schade, der Weg müsste genau hier rüber führen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch hier gebaut. Statt da drüben. Ja, es ist. Ja, man hat immer so eine Idee, wenn man baut, und dann ist es meistens doch anders, wie man es gerne haben möchte. Das ist aber nicht so schlimm. Fünf Stück. Was ist hier drin? Oh, da ist Essen drin. Was ist hier drin? Da ist auch Essen drin. Hätte ich, die habe ich ja mir neulich produziert. Nahrungswert 80. Komm, können wir voll futtern hier einmal. So. Der ist voll. Dann kann der hier nochmal weg. Natürlich ein großer. So, 1, 2. Der kommt da und dahin. Okay, wir machen mal nochmal. Wir bauen nochmal 5 Stück. Ja, komm, du kannst das mal aufhören hier. Ach, immer dieses Wegmachen und Ranmachen und Durchmachen. Furchtbar, furchtbar. So. An. Wir brauchen 5 Kühlschränke. 5 Kühlschränke. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir das nämlich auch durch. Und dann können wir mal gucken, sind wir eigentlich jetzt schon. Wie weit sind wir denn mit unserem Technik? Wir sind auf Level 25. Okay, Waffen. Freischalten. Was haben wir jetzt hier freischalten? Laserpistole T2. Sehr schön. Werkzeuge. Haben wir alles. Diverses. Notfallgenerator, Portabler, Konstruktor. Okay. Grundleiter, Basis, haben wir noch was hier, Artilleriegeschütz. Der Rest ist alles grün, ja, 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 okay, großes Raumschiff. Multi-Left-Head, Bohrerlaser, kleines Raumschiff. Pulslaser, Raketenwerfer, Plasmakanone. Schubdüse, Schubdüse, Schubdüse. Müsste ja theoretisch jetzt dann Bodengleiter, 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 Bodengleiter. Müssen wir jetzt alles hier haben. Doch. So, haben wir 797 Punkte über. Kann ich mir davon was kaufen? Nein. Sehr schön, sehr schön. Kühlschränke. Meteorit gesichtet. Eventuell entholt er, entholt er Rohstoffe. Seid ihr schon wieder durch? Nein. So, weil ja die Produktion von Nahrung so immens wichtig ist. Ja, die sind halt hinten an der Wand montiert. Und so was weg mit dir. So. Du kannst mal hier rein. Burger, Waffeln und Notverpflegung.
Gesundheitswert 90, Ausdauerwert 5 und Körpertemperatur 3. Und was haben wir hier? Ausdauerwert 10, Nahrungswert 0, Körpertemperatur minus 3 Grad, wenn es uns heiß wird. Ja, ob wir das so brauchen. So, den habe ich jetzt gerade leer gemacht. Okay. LCDs. Da reichen, ja, reicht der hier auch aus. Gewürze. Gewürze, ich muss mal kurz hier, ich war nämlich bei Starbucks heute. Weil Pippi hat nämlich Spätschicht. Dann waren wir mittags bei Starbucks, habe ich mir noch ein Käffchen geholt. So, wir können jetzt nämlich alle Gewürze hier drinnen erstmal lagern. Gewürze. So. Dann kommt hier Gemüse. Gemüse. Ich hoffe, dass das nachher. Schriftfarbe lila, Hintergrundfarbe weiß. Welche Größe haben wir hier? Hier haben wir 15. Das hat ausgereicht. Gemüse. Gemüse und Obst und Obst. Gemüse und Obst. Früchte. Ja, ist Früchte Obst? Ja, komm, wir schreiben es mal als Früchte hin. Dann bin ich wesentlich nicht verwirrt, wenn ich mich beim nächsten Mal einlogge. Früchte. Gemüse und Früchte. Gewürze. Getreide. Jetzt müssen wir das hier mal auch 10 machen. Gewürze und aber alles groß geschrieben. Gewürze und Getreide. So. Getreide. Getreide. So, wir haben hier so ein bisschen Platz, das heißt, wir können hier das so machen. So wie ich das in den anderen auch habe, dann kann man das nämlich ganz einfach rüber switcheln. So, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ich glaube, man könnte mal 20 machen, ne? Ja doch, 20er Stapel. So, Früchte. Wir brauchen aber Gemüse. Gemüse. Es wird wahrscheinlich jetzt extrem mehr viel von. Da haben wir viel von. Wir werden wahrscheinlich
immer sehr viel von diesem Zeug haben. Vielleicht müssen wir dafür sogar dann. Also Früchte. Immer von irgendeinem Produkt. Das heißt, wir werden die hier dann einfüllen ordentlich und dann kann man das vernünftig lagern. So. Hier kommt erstmal Fleisch. Machen wir auch auf Stufe 10. Da Schriftfarbe lila. So. Fleisch. Und Schinken. Können wir da schon mal reinmachen. Und solange wir nur eins von haben. Schinken. Fleisch. Und Schinken. Und dann können wir hier noch. Fleisch und Salami. Fleisch, Salami, Schinken. Weil ich Salami wahrscheinlich sowieso nicht so essen werde. Schinken und haben wir hier noch irgendwas? Fleischburger? Ne, wir können noch was herstellen. Salami. Hier, Steak. Genau. Fleisch, Salami, Schinken, Steak. Das reicht nicht aus. Steak. Das wird auch nicht ausreichen. Naja, reicht auch nicht aus. Salam. Reicht das aus? Salami. Steak. Ah, was das hier, diese Ordnung immer, die man hier auch reinbringen muss. Da müssen wir es halt kleiner machen. Passt das hin? Shinensdea. Ja, okay, das ist ja erstmal momentan nur so. Das werden wir. Das sieht doch ein bisschen doof aus. Naja. Egal. So, wir haben ja hier Gewürze und Getreide. Dann können wir Mehl, Brot, komm, machen wir mal hier Mehl, Brot, Burger, Pizza. Machen wir auf Stufe 10. Weiß, lila. Ich glaube, für Waffeln brauchen wir das auch, ne? Mehl, ja. Käse, dafür brauchen wir Käse, okay. Dino-Einführung. Sandwiches. Ja, machen wir mal. Wahrscheinlich nur Mehl und Brot hier hin. Aber hier unten hin. Okay.
Okay. Das soll nämlich eine richtig schöne Ordnung nachher haben. Das heißt, ich gucke hier rein, sehe, oh, wir haben nur noch einen Burger. Was brauche ich für Burger? Pack, 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 pack. Wird alles zusammengepackt und fertig. Also, Mehl und Brot. Mehl. Haben wir noch mehr Mehl? Haben wir noch Getreide? Getreide. Mehl. Getreide. 6 und Mehl und Brot. So machen wir das. So, Brot reichen, eine Reihe. Getreide machen wir hier mal voll. Und du kriegst hier deine 2 Reihen. Okay. So. Du kommst auch wieder hier so Fertigprodukt. So, du, hier kommt erstmal Fleisch rein. Man soll ja sowieso Fleisch ja nicht mit anderen, also genauso wie Fisch, mit anderen Sachen vermischen. So, was haben wir denn hier? Beeren. Gewürze und Beeren. Ach, da haben wir. Nö, sag mir nicht, das ist jetzt hier schon wieder vorbei. Ach, Connection quit to. Na gut, dann wird es Zeit für eine Pause. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wird wahrscheinlich 2 Folgen geworden. Mal gucken. Ich muss hier zum Exit gehen. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.